Zunächst mal bin ich sehr glücklich, dass wir Matthijs bekommen haben. Er ist einer der talentiertesten Innenverteidiger der Welt. Er ist immer noch jung, hat eine tolle Karriere bis jetzt gehabt. Und das ist ein gutes Zeichen für uns und für die Bundesliga als Ganzes, dass wir ihn bekommen haben für die neue Saison. Er ist ein sehr guter Verteidiger. Er versucht alles, um die Innenverteidiger zu verteidigen. Er will Gegentore vermeiden und auch ins Mittelfeld rein ist er immer gut. Er versucht immer, den Gegner anzugreifen und wenn Innenverteidiger ins Mittelfeld gehen können dann, und das gute Timing haben, dann ist das super für uns. Es ist so wichtig. Wir haben natürlich keinen Robert Lewandowski mehr, der 40 Tore schießt und deswegen ist er auch wichtig vorne für Standardsituationen. Ich hoffe, dass er so 7-8 Tore machen kann und dass wir wahrscheinlich und dass er das wettmachen kann, dass wir nicht mehr die 40 Tore von Lever bekommen. Und es ist wichtig, Verteidiger zu haben, die Tore schießen können und Matthijs kann das. Und er ist ein brillanter Charakter, er kann die Verteidigung anführen. Es ist wichtig, Spieler zu haben, die auch die anderen Spieler leiten können mit guter Mentalität. Und er ist ein Anführer. Ich hoffe, dass er sich bald mit den Mannschaftskameraden kennenlernen kann. Und wir sind froh, dass wir ihn haben. I don't know, almost 4 weeks or something like that. Es sind jetzt 4 Wochen. Das erste Mal, als wir gesprochen haben, dann hat er gesagt, dass er nur zu Bayern München gehen will, genau wie Sadio. Das war ein gutes Gefühl von Anfang an und jetzt ist er hier. Wenn wir einen guten Neuner finden könnten, wäre es natürlich super, einen zu haben, aber der Markt ist schwierig für Mittelstürmer. Sie sind sehr teuer und es gibt nicht viele Spieler, die 40 Tore schießen können. Die einzigen zwei Mannschaften, Bayern und Real Madrid, das waren die einzigen, die Stürmer hatten mit 40 Toren, so wie Liverpool, Chelsea, Dortmund, Haaland, konnte 40 Tore schießen, aber es gibt nicht viele Mannschaften, die so einen Stürmer haben. Und deswegen, ja, es wird Lösungen geben. Wir haben viele Spieler, die vorne spielen können und es ist nicht einfach, gegen uns zu verteidigen. Sie können die Verteidigung hinterlaufen und das ist dann nicht so einfach. Es ist nicht einfach, unsere Stürmer zu decken. Wir werden immer noch sehr gefährlich sein vor dem Tor. Und ich freue mich auf das neue Bayern München. Letzte Saison konnte Barcelona nicht mal um die Meisterschaft mitspielen. Jetzt mit Lewandowski. Ja, sie haben viele Spieler gekauft. Wir werden sehen. Ich weiß zwar nicht wie, das ist der einzige Club der Welt, der kein Geld hat, aber jeden Spieler holen kann. Das ist verrückt für mich, aber irgendwie finden sie Lösungen, keine Ahnung wie, aber ja, sie haben ein besseres Team als letzte Saison.